Hallo, willkommen auf meinem Kanal MacPaverick und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man sich aus Naturhölzern einen Kugelschreiber selber machen kann. Ich habe dazu einmal hier Bambus, da müsst ihr mal gucken, das haben mittlerweile viele Leute bei sich im Garten, meistens die, die auch einen Gartenteich haben. Ich habe das hier von meinem Nachbarn bekommen, einfach mal fragen, ob ihr sowas auch haben könnt. Und dann habe ich hier noch ein weiteres Gehölz. Da weiß ich allerdings nicht genau, was es für eine Sorte ist, aber ich kann euch hier gerne mal die Blätter in die Kamera zeigen. Das ist auf jeden Fall ein Gehölz, was relativ schnell wächst. Und das ist sehr wichtig, denn die Gehölzer sind noch recht weich und somit gut zu bearbeiten. Den ersten Stift, den ich bauen möchte, der soll aus Bambus sein. Dazu schneide ich hier einfach mal ein Stück ab. Da der Bambus hohl ist, kann man hier eine Kugelschreibermine einführen. Wenn es manchmal etwas pummelig wird, dann könnt ihr auch einfach einen Nagel nehmen und das Ganze mal ein bisschen vorstechen. Kann sein, dass da mal irgendwelche Gegenstände im Weg sind, dass das nicht ganz gerade gewachsen ist. Und dann könnt ihr das Ganze problemlos einführen. So, und fertig ist schon mal euer Stift. Jetzt muss der ganze Stift natürlich nur noch, oder die Mine vor dem Austrocknen bewahrt werden. Dazu kommt nun dieses Stück Holz zum Einsatz. Aus diesem Stück Holz werde ich auch noch einen zweiten Kugelschreiber bauen. Das werde ich euch gleich im Anschluss zeigen. Ich schneide erstmal die Äste ab, die ich hier nicht brauche. Dann schneide ich mir das ungefähr so lange ab. Ich messe das mal eben ab, wie die Kappe sein soll. Ja, ich möchte die ungefähr so lang haben. Ich denke mal, so ist es schon ganz gut. Die Kappe ist ja immer etwas länger. Dann schneide ich mir das hier auch noch ab. Jetzt ist die Schere verklemmt hier. Ja, es ist noch so ein Vorzeitkriegsmodell. Das funktioniert natürlich nicht mehr ganz so richtig. So, ja, wenn man jetzt hier so ein bisschen, unsaubere Stellen hat, kann man das Ganze mit Schleifpapier schleifen. Mit einer richtigen Schere wäre das natürlich nicht passiert. Und da dieses Holz hier innen drin noch relativ weich ist, da es frisches Holz ist und frisch geschnitten ist, kann ich jetzt einfach meine Kugelschreibermine bzw. meinen Stift darin einführen. Dazu steche ich jetzt einfach mit der Rückseite hier in das Holz hinein. Das Ganze bohrt sich auch gut rein. Und jetzt ist die Größe genauso gegeben, dass ich jetzt schön meinen Kugelschreiber darin einführen kann. Schon habe ich eine Kappe für meinen Stift und meine Kugelschreibermine ist vorm Austrocknen gesichert. So, jetzt zeige ich euch, wie man eine andere Variante vom Kugelschreiber baut. Dazu kommt dieses Stück Holz hier zum Einsatz, wo ich eben die Kappe rausgebaut habe. Jetzt lenke ich mir das Ganze wieder nach Belieben ab. Ja, so lang dürfte ungefähr ein Stift sein. So, diesmal hat die Schere auch gut geschnitten. Nun habe ich hier wieder mein noch nicht ganz trockenes Holz und das mache ich mir zunutze, indem ich das Ganze mit der Kugelschreibermine oder mit einem kleinen Nagel durchsteche. Ich schaue mal eben, ob das weich genug ist, dass ich das Ganze hier mit dem Kugelschreiber durchstechen kann. Na, da muss ich nochmal der Nagel zum Einsatz, komme ich noch nicht so tief rein. Das Ganze noch ein bisschen ausgehöhlt werden. So, nun ist das Ganze gut ausgehöhlt. Jetzt nehme ich nochmal einen Anspitzer und mache das Ganze vorne einfach nochmal ein bisschen spitz, damit das mehr nach Stift aussieht. Das ist so eine optische Sache. Und nun wird einfach nur noch die Kugelschreibermine eingeführt und fertig ist auch hier mein Kugelschreiber aus Naturprodukten. Ja. Liken und abonnieren nicht vergessen, habe ich hier aufgeschrieben. Der Stift schreibt also wunderbar. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ansonsten, wer mich noch nicht abonniert, der kann das bitte machen. Bis dann, euer MacPaverick.